Uns ist gerade aufgefallen, wir haben euch ja erklärt, wie man Shitstorms beendet, aber wir haben euch gar nicht erklärt, wie man sie erst anfängt. Habt ihr voll das unnötige Wissen erlangt? Könnt ihr ja gar nichts mit anfangen. Das war eine sehr merkwürdige Lache. Ja. Deswegen, hier aus dem Hausarrest erklären wir euch jetzt, falls ihr Bock drauf habt, wie ihr euch im Internet unbeliebt macht. Also ich hab Bock. Wo kommt diese Stimme her? Gib's mir. Los. Ja, das sind Dielen, Rick. Toll. Ich stehe perfekt. Ne, Pabu? Da kommst du gleich an. Zu Hause ist alles schwieriger. Zu Hause ist alles besser, weil ich diesen Kleinen hier habe. Sich sehr dumm äußern. Manchmal ist nicht das Schlimmste, was man sagt, sondern wie man es sagt. Beziehungsweise, dass man es überhaupt sagt. Mir gehen viele Dinge durch den Kopf, wo ich mir denke, das sollte ich lieber nicht öffentlich sagen. Diese hat sich Barbara Schöneberger nicht gemacht und hat ein Video auf Instagram rausgehauen, wo sie gesagt hat, Männer dürfen sich nicht schminken, Männer müssen nach Motoröl riechen und Steinen. Wie riechen Steine? Fäkalien, nein, ich auch nicht. Moschus. Riechen. Irgendwie sowas hat sie gesagt. Und das kam nicht so gut an. Sie hat es dann nochmal richtig gestellt, dass es einfach nur ihr persönliches Empfinden war, dass sie halt Männer, die sich schminken, nicht attraktiv findet. Und hätte sie das so formuliert, wäre das wahrscheinlich auch okayer gewesen. Ich weiß nicht, ob es okay gewesen wäre für alle, aber es wäre okayer gewesen. Ist das ein Wort? Ja. Cool. Oh, Pau geht in die Höhle. Was? Zum ersten Mal oder was? Oh, wie süß. Ein Mensch, der in den Medien arbeitet, müsste doch eigentlich mitkriegen, dass man gewisse Aussagen vorsichtiger formulieren sollte. Aber es gibt viele Beispiele, wo Leute sich einfach nur eine Sekunde mehr Gedanken hätten machen müssen, um den Shitstorm zu vermeiden. Ja, aber Rick, darum geht's doch hier gerade. Wir wollen doch einen Shitstorm erzeugen. Stimmt, also gut. Ja, nee, keine Gedanken machen, niemals. Einfach los. Sagt allen Menschen, was ihr denkt. Immer. Oh Gott. Es wird niemals Konsequenzen haben. Nein, es wird Konsequenzen haben. Das wollt ihr ja. Ja. Dead klatscht. Tragödien ausschlachten. Hierzu erzähle ich euch mal eine richtig krasse Geschichte aus dem wahren Leben. Stellt euch vor, da ist so ein Kind, das hat mexikanisches Bier und muss sterben deswegen, ja. Das klingt so dämlich. Doch dann kommt einfach so ein Typ und erfüllt ihm seinen letzten Wunsch, mit ihm Fortnite zu spielen. Digga! Was für eine Heldentat. Wie könnte sowas jemals schlecht ankommen? Aber ja, genau sowas hat der liebe Herr Simex gemacht. Richtig schönes Video draus gezimmert und dann nochmal alle 2 Minuten Werbung reingepackt. So macht man sich Freunde, wie einen Monte zum Beispiel oder einen German Let's Play. Mal abgesehen davon, dass das Ding offensichtlich ja fake ist, denn niemand würde doch auf der Intensivstation zocken. Das Internet ist doch viel zu teuer, wenn du dir eine Leitung legen lässt. Ja, das ist schon ein ziemlicher Pro-Tipp, denn das Leid anderer finanziell ausschlachten, das ist schon ein richtiger, wie hieß das Wort? Husaronis-Move. Mhm. Oh ja. Haustiere schlecht behandeln. Also, wir würden ja niemals auf die Idee kommen, unsere Haustiere für Klicks auszuschlachten. Ne, Bullin? Dich einfach so vors Video zu zwingen, obwohl du gar keinen Bock hast und mir deshalb voll den Krallen gerade in den Hals drückst, das würden wir ja niemals machen, ne? Das ist das Unterste vom Untersten. Tiere für Klicks auszuschlachten ist ja grundsätzlich okay, solange sie dabei richtig behandelt werden. Ich meine, eine Mabel freut sich ja sogar, wenn sie Aufmerksamkeit kriegt. Die findet es ja sogar eher gut. Meine Katzen finden es mal gut, mal nicht. Gerade ist das Fenster spannend, ne? Doof ist natürlich, wenn du dann aus Versehen einen Clip hochlädst, wo du deinen Hund misshandelst oder in deinem Livestream einfach deine Katze scheiße behandelst, ihr Wodka gibst oder sie durch die Gegend schmeißt auf eine Art und Weise, wie man eine Katze nicht durch die Gegend schmeißen sollte, weil man kann Katzen durch die Gegend schmeißen. Außer Pabu. Pabu kann man nicht durch die Gegend schmeißen. Wieder was gelernt. Wenn sowas passiert, vereinen sich sogar die nicht vereinbarlich barbaren Linksextreme und Rechtsextreme, Redditor und 4chananer. Facebook-Moms und ihre TikTok-Töchter. Alle packen die Fackeln aus, die Kanonen, die Samurai-Schwerter, um denen mal eine richtige Lektion zu erteilen. Weil die sehen echt gut aus, wenn man die daneben legt, wenn man dann einen richtig bösen Post mit der Tastatur schreibt. Weil das passiert. Böse Posts. I have a boyfriend. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, der große Simp-Krieg. Wegen irgendeiner Neko. Ihr wisst schon, Sims, also Suck-Ass, Idealizing, Mediocre, Kätzchen. Also im Prinzip ist es eigentlich nur ein neuer Begriff für White Knights oder Nice Guys. Keine Ahnung, warum wir jetzt noch einen haben, aber naja, gut. Also was passiert ist, ist, dass irgend so ein TikTok von einem Mädel auf Twitter gelandet ist und da ist es richtig viral gegangen, weil da war sie richtig hot und cute. Und zwar so hot und cute, dass die Typen alle einen Ständer bekommen haben. Also im Herzen und in der Hose. Und wie die Dinge so laufen, hat sie viel Aufmerksamkeit bekommen, voll viele Follower und hat ganz viel gestreamt. Und dann hat sie den größten Fehler ihres Lebens gemacht. Sie erwähnte in dem Nebensatz, als wäre es das Normalste der Welt, dass sie einen Boyfriend hat.
Völlig verständlich und nachvollziehbar hat sie dann über 100.000 Follower verloren und auf Twitter wurde sie mass geflaggt, sodass sie teilweise gebannt wurde. Ich meine, wie kann sie es wagen, eine Beziehung zu führen, ha? Huh? So eine Bibi. Bibi führt doch eine Beziehung, oder? Ja. Es ist einfach so merkwürdig. Es gab noch andere Fälle, wo Streamerinnen ihre Beziehung verheimlicht haben und die Leute dann angepisst waren. Ich meine, okay, Leute haben Celebrity-Crushes, das ist ganz normal. So ein Cutie-Hottie-TikTok-Girl kann dir schon mal einen Hearthboner geben. Ist das richtig? Ja, das steht da wirklich so im Skript. Das ist ja, okay. Aber glauben diese Leute ernsthaft, dass sie bei einem E-Girl Chancen haben, und zwar realistische, nur weil sie mal online verteidigt haben oder ihr Geld gespendet haben? Pathetic. Irgendwas zu woken Themen sagen. Selbst wenn du wie J.K. Rowling an der vordersten Front der Wokeness kämpfst und 500 Wokeness-Medaillen hast für all deine sexkomischen Geschichten, deine Harry Potter-Charaktere, die plötzlich auf Twitter aufgetaucht sind. Selbst dann bist du nicht sicher. Weil sie bekam aus irgendeinem Grund einen Shitstorm. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ja. Selbst sie. Diese negative Aufmerksamkeit kannst du einerseits provozieren, sie kann aber auch ganz von alleine kommen. Wie mit diesen komischen Keksen, die irgendwas mit Afrika hießen. Seit 60 Jahren, aber jetzt nicht mehr. Das Problem ist, egal was du dann machst, es ist negativ. Also irgendeine Firma hatte Kekse verkauft, die hießen irgendwas mit Afrika und waren schokoladig und das fanden Leute irgendwie rassistisch oder so. Keine Ahnung. Und dieser kleine Arsch möchte die ganze Zeit hier reinkriechen. Ne? Hm? Spannend? Hm? Spannend? Ist nicht spannend, da ist nichts drinne. Nichts zu essen. Wenn sie die Namen jetzt nicht ändern, dann werden sie von gewissen Leuten weiterhin als Rassisten bezeichnet. Und das ist nicht gut fürs Keksgeschäft, habe ich gehört. Wenn sie den Namen aber ändern, was sie auch getan haben, dann kommen ein paar Leute von wegen, hab keine Haltung, gibt da kein Beispiel. Egal was du machst. Du hast verloren. Das Problem dabei ist, dass viele Leute dadurch gewisse Themen komplett meiden, weil sie garantiert wissen, egal was sie sagen, irgendwer ist pisst. Weil das können wir aus Erfahrung sagen. Die Leute suchen danach. Sie wollen pisst sein. Sie wollen einen hassen. Der Hass fließt in ihren Adern und braucht ein Ziel. Und das kann dann sogar J.K. Rowling sein. Aber wenn ihr wollt, dass gewisse Themen mehr Bedeutung in der Gesellschaft kriegen, müsst ihr ja zulassen, dass die Leute darüber diskutieren. Weil nur wenn die Leute darüber diskutieren, können sie auch ihre Meinung dazu wechseln. So funktioniert das. Du hast mit deinem winzigen Bizeps Game of Thrones noch nicht gesehen. Immerhin habe ich Breaking Bad gesehen. Schlecht faken. Das ist eine Art, die sich teilweise erst Jahre später auszahlt. Das kannst du schön lange aufbauen, ne? Kannst ganz viele Pranks machen, die mehr oder weniger offensichtlich gefaked sind und irgendwann kommt jemand und macht sich die Mühe, alle Pranks mühselig auseinanderzunehmen, um dich so richtig so und dann hasst dich jeder. Aber haben wahrscheinlich schon vorher alle gehasst? Ja, wen aber nicht vorher schon alle gehasst haben, waren Joko und Klaas und die werden jetzt auch nicht wirklich gehasst, aber sie haben sich doch schon ein bisschen unbeliebter gemacht damit, dass sie ihre Sachen da gefaked haben und so getan haben, als wäre es nicht gefaked. Ist ja auch ein bisschen offenes Geheimnis gewesen, dass die Dinger gefaked sind, ne? Die Frage ist hier, wie viele Leute faken zu gut, dass es niemand mitkriegt, dass sie faken? Das wäre eine riesen Tragödie, da wäre die ganze Arbeit ja umsonst. Dann kriegen sie ja gar keinen Shitstorm. Dann haben sie gar keinen Grund, unsere Tipps aus unseren anderen 10 Arten einzusetzen. Das wäre ja, die weinen bestimmt jeden Tag ins Bett. Nur ins Bett. Da darf man's. Da macht man's ja eh nass. Oder? Oder? Eine Heulsuse sein. Viele Menschen, unter anderem auch wir, müssen momentan zu Hause arbeiten. Und dieses Zuhause eingesperrt sein kann auf Dauer ziemlich ätzend sein. Aber was beschwer ich mich? Denkt doch mal an die armen Celebrities. Stellt euch doch mal vor, ihr werdet eingesperrt in einer Villa mit nur 30 Zimmern. Da ist es doch eine richtig gute Idee, in Insta-Stories alles zu dokumentieren, um euren Fans euer Leid näher zu bringen. Das zeigt doch, wie nah diese Celebrities doch an ihren Fans dran sind. Sie sind eigentlich nur ganz normale Menschen und das macht sie richtig sympathisch, wenn sie sich beschweren. Das ist genau das gleiche Prinzip wie YouTuber, die rumheulen, weil ihr Job so stressig ist. Klar, niemand bezweifelt, dass auch dein Job stressig sein kann. Aber niemand möchte dir beim Heulen darüber zuhören. Alle anderen haben auch einen stressigen Job und die können sich nicht bei so vielen Leuten ausheulen. Die haben nicht die Chance, sich so schnell und einfach bei so vielen Leuten unbeliebt zu machen. Das ist ein Privileg. So ziemlich alles, was Peter macht. Peter denkt, dass jede Form von Aufmerksamkeit gute Aufmerksamkeit ist. Und vergiss dabei, dass das nicht stimmt. Vor allen Dingen nicht, wenn du Leute davon überzeugen willst, etwas zu machen. Das funktioniert nicht gut, wenn sie dich hassen. Nee. Dafür gibt es einige Beispiele, die wir auch in einem anderen Video schon erwähnt haben. Hohoho, was ist... Wow, zwei Videos, die wir in einem Video erwähnen. Das ist ja... Hui, hoho.
Okay, ich kann aufhören. Wir gehen aber auf ein neuestes Beispiel ein, was jetzt nicht das Allerschlimmste ist, aber es ist einfach so dumm und cringy und lächerlich, denn es geht um Animal Crossing. Und Animal Crossing ist jetzt nicht dumm, cringy und lächerlich, aber was die dazu sagen. Sie haben einen Vegan Guide für Animal Crossing gemacht und du darfst zum Beispiel dann in dem Spiel nicht mehr fischen. Es ist egal, dass du die Fische nicht isst und sie weiterverkaufst, dass sie irgendwo anders leben können. Nein, nicht fischen. Und du darfst auch keine Insekten sammeln. Also, Eugen wird sehr traurig sein, wenn du diesen Vegan Guide durchziehst, ja? Denkt an Eugen. Du darfst auch keine Hundehütte bauen, obwohl es gar keine Hunde gibt und es einfach nur ein Deko-Element ist. Aber das Allerbeste ist, und es cringet mich halt einfach, du kannst ja mit diesen Custom Designs tolle Messages verschicken, so wie Go Vegan auf Neongrün haben sie als Bild eingeblendet. Das ist so... Ich möchte gerne Spaß haben bei Animal Crossing. Ja, ich möchte dieses Spiel spielen. Ich möchte Eugen glücklich machen mit meinen Insektenwürmern. Ja, das lasse ich mir von Peter nicht nehmen. Und ja, es ist jetzt nicht das Schlimmste, was Peter gemacht hat. Ich finde es aber einfach nur lustig, weil... Das sind keine Tiere. Das sind Zahlen, die durch Cyberspace-Formeln in lustige Animationen umgewandelt werden. Ein Franchise versauen. Das hier ist jetzt der richtige Pro-Move. Dafür müsst ihr richtig hart arbeiten. So wie zum Beispiel Doppel-D. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Die beiden haben es hingekriegt, dass sie die Game of Thrones Bücher verdrehen dürfen, haben dann erstmal einen ganz okayen Job gemacht, dann weniger so schlechten Job und dann zum Schluss haben sie sich gedacht, boah, jetzt geben wir es den Leuten aber mal richtig, ja? Und kotzen einfach aufs Skript, anstatt eins zu schreiben. Viel leichter und schneller. Vielleicht hatten die wirklich Zeitdruck. Die haben übrigens am Anfang einen sehr guten Job gemacht. Ah, nicht nur einen okayen? Oh, okay, gut. Das war ein sehr guter Job. Entschuldigung. Ich habe es ja nie gesehen. Ich bin der Typ übrigens mit dem kleinen Bizeps. Aber ja, Disney hat sich auch nicht gerade beliebt gemacht mit dem neuen Star Trek-Film. Ich habe sie nicht mal gesehen, muss ich sagen. Dabei bin ich Star Wars-Fan. So weit haben sie es getrieben. Ich hasse sie. Aber weil es natürlich schwierig ist, an die Rechte von so einem riesen Franchise zu kommen, kann der Privatnutzer natürlich noch einen anderen Weg einschlagen. Du schreibst und postest am besten immer wieder, wie kacke dieses Franchise ist und streust auch hier und da immer mal wieder ein, dass du es gar nicht richtig gesehen hast. Aber ist ja egal. Damit kann ich euch versprechen, macht ihr euch eine Menge Freunde, weil das Internet so funktioniert. Ja, das Internet ist super nett. Schreibt da ruhig immer, was ihr denkt. Genau. Einfach raus. Das zum Beispiel auch schief. Unter dieses Video. Macht das gerne. Ja, gebt uns eure harmloseste Meinung, die ihr habt. Raus damit. So, jetzt habt ihr die Anleitung zu einem Shitstorm, also könnt ihr auch das Video danach gucken, ne, wie man einen Shitstorm beendet. Und außerdem noch dieses Peter-Video würde ich euch empfehlen, weil die machen crazy shit. Und da kommt dieser Crocodile Hunter drin vor in dem Video. Schönen Hausarrest noch. Bye.